Unsere Referentin heute, Frau Barbara Josef, haltet das Referat, mindestens so habe ich es bei mir aufgeschrieben, das heisst «Schöne neue Arbeitswerte». Ich bin natürlich sehr gespannt, Frau Josef, was Sie uns heute erzählen. Das ist, glaube ich, ein brandaktuelles Thema. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns in Wetzikon sind. Also für viele ist die Veränderungssituation, die VUCA-Welt, wo wir drinstehen, so wie ein Tsunami, wo man zwei Optionen hat. Die eine Option ist, er überfährt mich, ich blocke alles ab und ich versuche, Veränderungen zu ignorieren. Ich versuche, weiterzumachen wie bisher und mich nicht auf das einlassen. Und das andere Extrem ist, ich versuche, auf alles zu reagieren. Ich bin dann aber immer ein bisschen zu spät und es ist frustrierend, weil es sehr hektisch wird, wenn ich auf jede Veränderung versuche, einzugehen. Danke vielmals, dass Sie heute Abend da sind. Geniessen wir miteinander Abend und ich bin sicher, wir haben noch ein paar Stunden, wo wir jetzt miteinander schwätzen können. Danke vielmals. Mein Name ist Adrian Farni von der Zürich Versicherung hier in Wetzikon. Ich bin Leiter des Firmenkundengeschäfts. Also ich bin der Markus Montanari und ich bin der Geschäftsführer von der Bäckerei Montanari in Wetzikon. Mein Name ist Fabio Perlini und ich gehöre zu der Banca Vero. Mein Name ist Matthias Weckemann und ich bin von der Berufswahlschule Zürich Oberland. Mein Name ist Christoph Reis, ich komme vom Sozialunternehmen IWATS. Mein Name ist Sandro Marxer und ich bin von der Firma Maxen Novotech AG. Ich bin Claudia Eichenberger und bin von der Metzgerei Eichenberger von Wetzikon. Mein Name ist Dominik Alther, ich bin Leiter Reisezentrum vom Bahnhof Wetzikon und Hinwil. Mein Name ist Seitz Fabian von der Firma Eugen Seitz AG in Wetzikon. Mir hat sehr gut gefallen am Referat, wie sie die Vergangenheit aufgenommen hat, wie sie aufgezeigt hat, wie die Gedanken zum Arbeitsumfeld sich über die Zeit entwickelt haben, wie sie auch aufgezeigt hat, wie frühere Generationen versucht haben, die Zukunft vorauszusagen und wie das eben nicht gelungen ist und wie sie daraus können ableiten können, dass es auch uns nicht wird gelingen, die Zukunft vorauszusagen. Ich glaube, wir können nicht in die Zukunft schauen, wir machen Denkfehler, aber was wir können, ist eine Kultur schaffen, wo die Leute Freude haben am Lernen, Freude haben, ihre Erfahrungen zu teilen und mutig sind, zum Fehler zu machen. Ja, durch das, dass ich momentan auch gerade eine Weiterbildung mache, im gleichen Bereich, ist das sehr interessant natürlich. Gewisse Sachen, ja, habe ich jetzt irgendwie übernehmen und ja, es ist wirklich zeitgemäss und ich denke auch, zukunftsorientiert, ja. Die Überlegung, wie man als Arbeitgeber schauen kann, dass die Leute motiviert arbeiten, dass sie einen Sinn sehen in der eigenen Tätigkeit. Und das ist für uns als Schule extrem wichtig, oder? Wo die Leute sehr viel Verantwortung haben, dass sie da mit Freude, Engagement und Motivation bei ihrer Tätigkeit sich einbringen können. Es sind Gedanken, die sie geäussert hat, oder die Darstellung, wie heute auch Millenniumsgeneration denken tut. Sie spricht die Problematik an, die wir in Zukunft werden haben. Wie geht man mit dieser Flut von neuen Technologien und mit den Mitarbeitern, wie man das so ein bisschen handhaben tut, um mit der nächsten Zeit, oder? Und ich sehe schon, im handwerklichen Gewerbe ist das ein paar Mal ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber es gibt Denkanstöße. Also einerseits einmal, wie sie gesprochen hat, wie sie ins Publikum geredet hat, wie sie mit der Neuerung umgeht, was alles auf uns zukommt mit Technologie, was uns auch bei der SBB natürlich sehr beschäftigt mit Billett von 50 Jahren oder nur schon in meinem Fall von 20 Jahren oder 30 Jahren im Vergleich zu heute mit dem Handybillett. Da haben wir sehr viele Parallelen eigentlich. Ja, also es sind immer sehr spannende Referate und komme ich eigentlich sehr gerne da hin. Und dann ist natürlich auch wieder ein bisschen, andere Leute zu treffen von Wetzikon und Umgebung und mit denen den Kontakt zu suchen. Also einerseits mal so ein Networking, dass man mit anderen Personen in Kontakt kommt, wo man sonst nicht so viel in Kontakt kommt, dass man Beziehungen knüpfen kann. So ein bisschen, was bringt mir etwas, was kann ich jemand anderem anbieten, was wir uns einen Kunden schlussendlich weiterbringen können.
Das ganz klar Vernetzen. Vernetzen mit den Unternehmern und da ein Netzwerk können zu bilden. Für mich ganz klar Socializing. Leute treffen, Unternehmer treffen, die man das ganze Jahr vielleicht nur selten sieht. Sich mal austauscht, hört, wie es läuft, wie es geht. Und einfach mal Grüezi sagen. Ich glaube, nebst dem, dass es sicher ein traditioneller Anlass geworden ist, ein fixer Programmpunkt im Kalender von einem Unternehmer, der in Wetzikon tätig ist. Ich glaube, das ist mal das eine, aber auch das ganze Netzwerk. Man trifft Leute, die man kennt und wo, ja, irgendwie die gleichen Interessen haben. Und es ist eine schöne Sache und ich finde es toll, ja, dass Wetzikon das macht. Ja. Für uns als Schule, die natürlich mit dem Gewerbe und der Industrie eng verbunden ist, sind das alle die Leute, die da irgendwo Arbeitgeber sind, die in einer Firma Verantwortung haben, dass wir dort können, die Kontakte knüpfen können. Informationsaustausch und auch hören, wie es jetzt anderen Firmen im 2020 geht oder wie es gegangen ist. Es ist auch immer ein bisschen der fachliche Input, den man da hört, durch spannende Referate. Und es ist das Pflegen des Netzwerks, Diskussionen und Auseinandersetzungen mit anderen Unternehmern hier in Wetzikon. Politisch allenfalls eben so ein bisschen verkehrspolitische Sachen, Verkehrsfluss, Bushof innerhalb vom Bahnhof Wetzikon oder rund um Wetzikon, VZ-Angebot, Bahnangebot, Bevölkerungszahlen, wie viel steigen die Bevölkerungszahlen, was auch wieder Einfluss hat auf das Kundenaufkommen, das mit der Bahn weggeht. Die ganze politische Mitgestaltung, was die Bahnhofstrasse angeht, ist ganz sicher auch ein Thema für die Politik. Ja, ich glaube, man merkt das natürlich überall. Das ist der Wachstum, oder? Das bringt natürlich vieles nach sich. Die ganze Infrastruktur, die vielleicht im Moment ein bisschen hinkt. Die ganze Verkehrspolitik. Aber ich glaube, das sind Herausforderungen. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass Wetzikon auf einem guten Weg ist. Auch was man sieht, was Arbeitsplätze anbelangt. Ich glaube, wir haben innovative Unternehmen, gute Start-ups. Und ich sehe eigentlich eine rosige Zukunft für Wetzikon. Ja. Finanzen sind für uns wichtig als Schule, um zu schauen, dass wir gute Rahmenbedingungen haben. Das ist so ein bisschen der Bereich, wo mir gerade spontan in den Sinn kommt. Und natürlich das gute Zusammenarbeiten von den verschiedensten Parteien und Institutionen. Es sind natürlich Infrastrukturthemen, die mich interessieren tun. Und gerade weil unser Unternehmen in Mediken ist, ist es natürlich dort der Tiefbau, die Strassenerneuerung, Zürichstrasse, Weststrasse. Ja, wir kämpfen mit dem Fachkräftemangel und alles, was in die Rekrutierung von guten Talenten geht, das würde ich befürworten. Ich sage, wenn es der Stadt Wetzikon wirtschaftlich gut geht, geht es auch uns gut. Starke Bahnhofstrasse, starke Ladengeschäft, weil für mich ist ein starkes Retail-Geschäft halt immer noch eine Basis für eine gute Wirtschaft. Ich glaube auch, dass man die verschiedenen Interessensgruppen, wie junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, dass man die abholt, dass man eine Lehrstelle schaffen kann. Unsere Bank baut einen neuen Hauptsitz in Wetzikon. Wir werden sehr viele Arbeitsplätze von den umliegenden Gemeinden auf Wetzikon verlegen. In diesem Prozess haben wir uns sehr gut unterstützt gefühlt von der Stadt. Und wenn die Stadt das so macht mit anderen Unternehmungen, wie sie uns begleitet hat, in diesem Projekt, dann ist die Stadt sicher auf dem richtigen Weg. Auf das sind wir auch als Unternehmer eben angewiesen. Wir sagen da Thema Glasfasernetz, Strassenbau. Das, wie es der Stadtpräsident gesagt hat, die verschiedensten Akteure hier auf der politischen Ebene und mit der Gewerbe und Industrie gut zusammenarbeiten und dass man die Finanzen im Griff hat und gute Rahmenbedingungen kann schaffen kann. Ich wünsche der Stadt gute Ideen betreffend der Problematik der Verkehrssituation, die wir haben. Ich wünsche der Stadt aber auch, dass sie politisch und in den Gremien weiterhin so konstruktiv und erfolgreich zusammenarbeiten wie in der Vergangenheit. Eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden. Ganz witzig genau, es soll leben, es soll ein lebhafter Ort sein. Zentrumsfunktion im Zürich-Oberland. Weiter so. Gute Führung, ausgeglichene Finanzen und eine starke Wirtschaft. Danke. Die Stadt Wetzikon, dass sie floriert, dass sie ihre Vorhaben kann umsetzen kann, dass sie attraktiv ist auch für die Wohnbevölkerung, dass sie ein gutes Zusammenleben hat über die Vereine. Und das, meinte ich, das dient alles der Qualität, der Wohnqualität, der Lebensqualität an so einem Ort.
Nein, ich meine, ich weiss, dass es immer schwierig ist, Sachen umzusetzen, aber es ist klar, dass die Bahnhofstrasse zu Wetzikon ein bisschen attraktiver wird werden. Das ist natürlich immer ein Anliegen, aber natürlich schwer umzusetzen. Eine gute Stadt, die funktioniert, wo man sich melden kann, wenn etwas nicht gut funktioniert, dass Feedback ernst genommen wird, dass man sich einbringen kann, mitgestalten für die Zukunft von dieser Stadt. Gesundheit und Frieden.